Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuigkeiten am Schreibtisch. Thema heute: Garantien, doch nicht garantiert oder besser gesagt Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, nun ist es passiert. Die erste Pensionskasse hat ihren Rechnungszins, umgangssprachlich auch Garantiezins genannt, gesenkt. Die Neuleben Pensionskasse hat den Rechnungszins von 3,25% auf 1,25% gesenkt. Also Garantiezins, nochmal zur Erläuterung, ist das, was der Versicherer dem Kunden verspricht, was er immer unter allen Umständen auf jeden Fall die nächsten Jahre zahlen wird. Also so lange, wie dein Vertrag läuft. Das heißt, du schließt einen Vertrag bei diesem Versicherer, in dem Fall bei der Pensionskasse, ab und bist der Meinung, ich kriege mindestens diesen Zins und noch einen Schnaps obendrauf. Ja, was heißt das jetzt für die Kunden? Circa 16% weniger Rente, wenn es denn bei der Einsenkung bleibt, weil die Niedrigzinsphase geht ja schon eine ganze Zeit und man sieht auch nicht, ob es aufhört. Das heißt des Weiteren auch, ungefähr 10.000 Arbeitgeber haben bei der neuen Leben Pensionskasse so eine Pensionskasse abgeschlossen. Betriebliche Altersvorsorge ist aber Arbeitsrecht. Das heißt, der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer eine Zusage gemacht. Jetzt sagt zwar die neue Leben Pensionskasse, ja, das wäre alles nicht so, Haftungen werden da auf den Arbeitgeber nicht zukommen, aber sind wir mal gespannt, was passiert, wenn die ersten Klagen laufen oder Rechtsanwälte sich dem Thema annehmen. Was heißt das jetzt für dich persönlich? Ja, wenn du so einen Vertrag bei der neuen Leben hast oder eine betriebliche Altersvorsorge oder eine klassische Lebensversicherung, dann schau dir auf jeden Fall das Unternehmen an, bei dem du das abgeschlossen hast. Hol deinen Ansprechpartner an den Tisch, lass dir die Zahlen erläutern. Wir haben eine Checkliste, die kannst du dir gerne runterladen. Da habe ich den Link unter dem Video verlinkt. Mit dem kannst du jeden bestehenden Vertrag und auch jedes Angebot ganz einfach überprüfen. Das heißt für dich auch, die Partnerwahl, also was für ein Unternehmen suche ich mir aus für die Zukunft, wird noch entscheidender sein. Und ähnlich wie beim Auto oder bei der Heizung oder bei allen anderen Themen, wo es selbstverständlich ist, regelmäßig eine Wartung zu machen, zum TÜV zu fahren, sollte das auch für deine Altersvorsorge gelten. Heißt also, hol dir die Leute ran, die dir das verkauft haben. Lass dir erklären, wie steht das Unternehmen da. Wenn du Fragen hast, frag andere Leute, geh zur Stiftung Warentest oder. Wenn du mehr erfahren willst, ganz in Ruhe, dann besuch doch einfach unser Webinar Vorsorge. Dort bekommst du ganz viele Informationen, wie du selber so einen Vertrag bewerten kannst, wie du sehen kannst, was da läuft. Wenn du Menschen kennst, die eine klassische Kapital-, Lebens- oder Rentenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen haben, ja, dann teile das Video und helf denen. Wenn du ein Arbeitgeber bist und hast eine betriebliche Altersvorsorge für deine Mitarbeiter gemacht, ganz toll, aber dann schau dir erst recht das Unternehmen an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, gerne auch einen Daumen runter, aber dann schreib doch bitte dazu, warum, damit ich das in Zukunft besser machen kann. Ja, und wenn du keinen Tipp vom Schreibtisch verpassen willst, dann abonniere am besten meinen Kanal. Also, bis bald!